Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman. Diesmal nicht in meiner eigenen Welt, da muss ich mich erstmal hier umgucken, sondern wieder beim Let's Change. Folge 86 sind wir inzwischen. Ich habe zwei Runden ausgesetzt, weil ich einfach mit der Mitbauaktion zu viel zu tun hatte. Und schauen wir erstmal zu, wie sich das hier aufbaut. Wow, da hat sich ja doch einiges noch getan. Was haben wir hier an Ausrüstung dabei? Hier eine Menge. Die können wir doch gleich mal verarbeiten. Die Ziegel, Mondflammen, soweit sind wir hier gut ausgestattet. Rüstung ist ein bisschen knirsch. Ja, ich würde mir da lieber noch ein Ups. Okay. Rückprall, das Schwert. Das ist soweit gut. Mal sehen, ob wir uns da ungesehen ranschleichen können. Und da geht er ab, der Creeper. Schade, er ist nicht tief genug gefallen, aber dafür fliegen seine Punkte jetzt weg. Toll. So, ich werde mich mal hier wieder hocharbeiten. Und ja, zusehen. Was heißt nö eigentlich? Könnte ich genauso gut. Ups. Hier unten lang. Und dann erstmal zusehen, dass ich an eine Werkbank komme. Dass ich mir nämlich ein passendes Eisenhemdchen hier einfach mal zulege. So mit nacktem Oberkörper nachts draußen rumlaufen. Ist ja nicht so jedermanns Sache, ne? So, da, ja, wie gesagt, Let's Change habe ich zwei Runden ausgesetzt. Weil ich halt mit der Mitbauaktion viel zu tun hatte. So, und dann schauen wir mal im Lager vorbei und in der Projektecke, dass wir sehen, was sich da so inzwischen alles getan hat. Ich muss nämlich auch die Folgen nachholen. Da macht sich eine Fackel, glaube ich, noch ganz gut. So, hier oben ist auch so alles in Ordnung. Zack, schauen wir gleich mal in unsere Let's Change Koordinationszentrale. Ob da irgendeine Abstimmung gerade aktuell läuft? Nö. So, was haben wir noch hier an Projekten? Turmagel. Genau, das sind die Sachen, die ich hier gefunden habe, damit die anderen da weiterbauen können. Ich selber war ja in dem Dingsdorf, NPC-Dorf, hier auf einmal Sandstein drin, okay. Dabei, oh, das hackt aber hier gerade noch ein bisschen, mir meine Unterkunft zu bauen. Der ist sehr schön. Kinders, 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 ey. So, ich kopiere nämlich im Hintergrund gerade fertig gerenderte Let's Showplay-Folgen, also die alten Sachen, auf eine externe Festplatte, damit ich auf meiner Hauptplatte hier genug Platz habe zum Aufzeichnen. So, was haben wir hier? Eisenaxt, Eisenschaufel, Diamantspitzhacke. Eisen haben wir dabei eigentlich. Pflasterstein, Steinziegel, das sind alles so Restmaterialien, die ich hier mit mir rumschleppe. So, die Ziegel kann ich schon mal hier reinpacken. Die können wir auch noch verarbeiten. Na. So, dass die noch wieder rein können. So, ein Stack Kohle werde ich mir mitnehmen. Den werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall brauchen. Holz haben wir dabei, Sandstein, Gleise, 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 Wertvolles.
Ach, da haben wir noch einen Bogen. Das ist doch meine Lieblingswaffe. Ohne Bogen ist alles gelogen. Jetzt ist nur die Frage, wo haben wir Pfeile? Ach, da haben wir Pfeile. Sehr schön. Ja. Ja, und in der Ecke möchte ich eigentlich auch weiterbauen. Und habe jetzt aber natürlich keine Ahnung, was ich da an Material, also brauche. Oder gebrauche. Pflasterstein, Pflasterstein, Pflasterstein. Den nehmen wir auch noch mit, damit das hier alles schön runde Stacks sind. Cobblestone, da ist nix. Ja, hier haben wir Naturstein noch im Ofen drin. Den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal auch mit. Falls wir uns da Ziegel bauen. Irgendwas hier zum Ablegen. Tierisches Zwiebelzeugs. Da können wir mal hier das Fleisch beiseite packen. Pflanzliches, zack. Die Äpfel packen wir mal hier hin. Holz, alles was aus Holz ist. Genau, da hätten wir auch noch ein Boot. Das werde ich brauchen. Sandstein werde ich, glaube ich, nicht mitnehmen müssen. Werkbank haben wir vorsichtshalber dabei. Leider Schnurz-Nurz. Cleanstone. Zeig. Na, ich glaube, die Gleise packe ich dann hier mal, zack, in das Wertvolle rein. So, dann wird's draußen. Zack, zack, zack. Auch schon soweit wieder hell. Das ist doch eine gute Idee. Dann machen wir uns doch einfach mal auf. Ich hoffe mal, ich finde den Weg noch. Hier unten ist aber auch noch Duster. Egal, dass wir da noch einen Zombie haben. Ja, Junge. Mach Feierabend. Ja, wie gesagt, im Let's Change hatte ich ja zwei Runden ausgesetzt. Auch die anderen mussten teilweise aussetzen, weil sie halt auch wichtige Vorbereitungen, Prüfungen und Studium und so weiter gerade am Laufen haben. Ging also alles ein bisschen durcheinander. Ich habe auch meine Playlist noch nicht aktualisiert. Dass da alle Folgen drin sind, das werde ich nach dieser Aufnahme dann nachholen. Ja. So, zack, zack, zack. Das ist diese Schneespitze da oben. Wo ist jetzt Orientierung? Ja, ich glaube, ich muss hier durch das Schneebiom durch. Ja, Entschuldigung für die Ruckler. Wie gesagt, im Hintergrund läuft die Festplatte. Und da haben wir doch. Da. Eine Bucht, genau, und dann musste ich doch hier. Leg mal einen Schritt zu. Das war doch, glaube ich, in die Richtung. Ups. Was ja auch lustig. Vorbei und da hinten ging es dann, glaube ich, weiter. So, zack, auf ins Boot. Schauen wir mal, ob ich das NPC doch wiederfinde. ja, ich bin ja jetzt also auch wieder direkt eingestiegen, ohne mir vorher Übersichtskarten oder die anderen Folgen anzugucken. Und ich fürchte mal, oder ich glaube, ich habe mich verfahren, weil das war doch nur so eine dünne Sandinsel, an der ich da vorbei musste. Da müssen wir uns wieder mal ein bisschen umgucken. Dass wir dann hier auch wieder den richtigen Weg finden. Obwohl das mit der Kante kommt mir eigentlich bekannt vor. Muss man jetzt natürlich mit dem Boot besonders vorsichtig sein. Da hinten ist auch noch mal eine Kante.
Wenn ich hier mit dem Boot runterfahre, komme ich natürlich nicht wieder hier hoch. Aber ich meine, das ist das Felsplateau. Da haben wir den Einschnitt. Ich bin der Meinung, das müsste die Richtung sein. Ich habe mir natürlich jetzt nicht auch vorher noch mal eine Übersichtskarte gemacht. Ansonsten schauen wir einfach mal, wo wir hier hinkommen. Und ich habe natürlich auch keinen Kompass dabei, mit dem ich eventuell wieder nach Hause finden würde. Aber hier ist soweit erstmal nix. Ups. So, dann schauen wir einfach mal weiter. Ja, Mitbauaktion in vollem Gange. Na, gestern das Video hochgeladen, sind auch schon die ersten Videoantworten da. Von Viktor zum Beispiel, der also anfängt, sich da in meiner Welt umzugucken, habe ich auch gleich zwei Sachen gefunden, dass ich also in der Minecart-Station am Tagebau, da habe ich also die Strecken gar nicht richtig beschriftet. So, kommen wir hier durch, kommen wir hier nicht durch. Und zwar zack, 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 zur Hacke greifen. So, dann kommen wir hier durch. Wupp. So, in der Richtung sollte es dann eigentlich weitergehen zur Notunterkunft. Wenn ich mich hier noch so recht erinnere. Genau, die Bucht kommt mir bekannt vor. Und eigentlich müsste das doch da lang sein. Na gut, schauen wir mal. Und dann schauen wir vielleicht auch mal bei den fliegenden Inseln vorbei, was sich da getan hat. Dass wir hier einfach noch so ein bisschen, ja, auf Erkundung gehen, an altbekannten Stellen einfach mal vorbeigucken, was sich so getan hat. Denn den Viewzahlen entnehme ich, dass ihr die anderen Teilnehmer des Let's Change leider nicht so richtig verfolgt. Ja? Genau, da unten haben wir die Höhlen, die hier an Wasser angrenzen, die ich dann mal ausgeleuchtet habe. Kann ich mich auch noch dran erinnern. So, und dann müsste es da links, schräg links zum genau. Ja. Da haben wir die Notunterkunft. Inzwischen natürlich gar nicht mehr so notdürftig. Da könnte man sich natürlich auch ein richtiges Haus hinbauen. Das wäre auch nochmal eine Option. Na, denn soweit ist man hier ja auch auf Selbstversorgung eingerichtet. Ist das ja soweit alles vorhanden. Dann schauen wir mal weiter hier die Küste lang. Was sich da getan hat, da sind wir jetzt unterwegs in Richtung der fliegenden Inseln. Ja, wie gesagt, mein Tipp, schaut euch auch einfach bitte die anderen Folgen an. Die sollten inzwischen, wenn ich das Video hochlade, habe ich den dann auch hoffentlich alle in der Playlist wieder drin, dass die bei mir zumindest dann wieder auf dem aktuellen Stand ist. Schaut euch bitte ruhig auch die anderen Folgen an, damit ihr hier auf dem Laufenden seid. Wobei mir diese fliegende Insel vor gar nicht aufgefallen ist. Ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich müsste mir vielleicht einfach nochmal eine Übersichtskarte von der Welt machen. Ist natürlich auch bisschen eine Sache, dass er das jetzt hier alles so langsam erst aufbaut. Das führt einen dann doch manchmal ein bisschen in die Irre. Genau, hier haben wir die Bucht, wo wir einmal an Land gegangen sind. Aha, und da hinten sehe ich eine Minecart-Strecke. Die ist neu. Mal sehen, wo die hinführt. Wahrscheinlich zu den fliegenden Inseln. Das ist doch mal dann eine tolle Sache, wenn wir uns die gleich angucken könnten. Jawohl, da hinten bauen sich so langsam die Chunks auf, die entsprechenden. Da schweben also die Teile wirklich in der Luft. Wow, da oben hat sich richtig was getan. Achso, und jetzt mit der Minecart-Station dann hier unten rein. Hätte man eigentlich auch direkt oben reingehen können ins Haus. Aber jeder so, wie er es mag. Ja.
Ja, da entsteht so langsam alles. Warten wir einfach mal ein bisschen ab. So. Ja, über die Mitbauaktion möchte ich hier natürlich nicht allzu viel sprechen, weil das ist ja mein Let's Showplay und hier sind wir ja im Let's Change. Das ist aber da oben noch Baustelle, wenn ich das so richtig sehe. So. So, dann. Aber das wäre natürlich auch ein schöner Punkt, um von da aus dann weiterzugehen in Richtung der Schlucht, die ich da mal entdeckt habe an dem See. Ihr erinnert euch an die Folgen, unter anderem an die Folge, wo ich viermal hintereinander gestorben bin. Und so eine Sachen. Fahren wir mal weiter um unsere Hauptinsel herum. Vielleicht finde ich ja auf die Art und Weise den Weg zum NPC-Dorf. Ja. Oh, ja, aber was bietet sich so lange für die Fahrt als Thema an? Ja, wir haben es ja gerade Sonntag, Freitag, das erste Mal, beziehungsweise eigentlich der zweite Livestream von Gronkh auf ProSieben MyVideo. Richtig professionell gemacht mit Unterstützung da von MyVideo ProSieben. Die haben sich da also schon reingekniet. Und ich habe es natürlich auch mit live verfolgt. Fand es sehr gelungen, wie das rüberkam. Gronkh und Sarasa haben natürlich da richtig dem Affen Zucker gegeben. Ja, haben sich da prächtig amüsiert und da einfach eine gute Stunde lief es, glaube ich, unterhalten. Und das soll wohl eine ständige Einrichtung werden, dass das also jeden Freitag ab 18 Uhr dann läuft. Finde ich eine interessante Sache. Sollte man mal weiterverfolgen. Das ist schon interessant. Mein Video ProSieben hat ja die ganze Technik zur Verfügung gestellt, sprich Studio und Kulisse und auch die Regie, den Kameramann. Ja. Und ja, mit was waren es? 60.000 Zuschauer habe ich teilweise gesehen. Waren da gleichzeitig drauf. Schon toller Erfolg. Und ich denke mal, MyVideo bzw. ProSieben hat sich da schon was gedacht. Vielleicht greift das ja dann soweit sogar um sich, dass ja auch eben MyVideo für zumindest für die deutsche Let's Player-Szene interessanter wird. Mal sehen, was die da halt anbieten und was sich da an Funktionen und Möglichkeiten entwickelt. Ich meine, wenn man auf einer Seite natürlich Livestream und seine Folgen zum normalen Hochladen hat, ist natürlich eine Sache, was sich bisher bei MyVideo ein bisschen gestört hat. Es war, glaube ich, ein bisschen unübersichtlich. Man hatte nicht so viele Funktionen auch zum Individualisieren wie bei YouTube. Und ich bin, glaube ich, gerade dabei, mich wieder zu verfahren. Schauen wir mal, wie sich die Landschaft hier weiter aufbaut. Der Lavafall da hinten ist auf jeden Fall eine gute Orientierung. Und ich war eigentlich der Meinung, ich hätte mir Fackeln gesetzt. Damit ich mich hier zurechtfinde. Und es ist natürlich blöd, dass das hier alles so langsam aufbaut nur. Dadurch verliert man natürlich sehr leicht die Orientierung. Ja, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Mit MyVideo. Na, einen großen Fisch haben sie auf jeden Fall erstmal an Land gezogen. Na, das kann man, glaube ich, so sagen. Ich versuche hier mal mit Schwung durchzukommen und mein Boot zu versenken. Das ist Sand, okay. Die Frage ist, wo bin ich hier? Ich müsste mich dann doch noch mal glatt auf der Übersichtskarte umgucken. Ja. Sorry auch für die Ruckler. Wie gesagt, es kommt davon, dass ich hier im Hintergrund knapp 200 Gigabyte Daten umschaufle. So.
ganz. Meister des Kampfes. Huch, was habe ich denn da gemacht? So, Huch, Skelett. Jawohl. Der Bursch hat sich doch glatt verraten. Gute Frage, wo bin ich jetzt hier wieder überhaupt? Das müsste doch eigentlich. Mist, ich hätte doch mal vorher auf die Übersichtskarte gucken sollen. Naja, schauen wir einfach mal. Da, also, für mein Video pro 7, denke ich mal, wird sich das auf jeden Fall auszahlen. Einfach, weil sie dadurch ein bisschen wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit kommen und vielleicht auch wirklich interessant werden für die deutsche Let's Player-Szene. Wichtig ist einfach auch, dass die Zuschauer da mitziehen und haben sie natürlich mit Gronkh genau den richtigen Vorreiter sich ausgesucht. Habe ich hier eine Kohle oder ist das nur ein Unterschlupf? Ne, das ist nur ein kleiner Unterschlupf. Aber gut zu wissen. Ja. Wenn man sowas nochmal braucht. Aha. Hier war ich also auch schon. Oder hier waren wir schon mal. Das ist doch hier auch schon ausgeleuchtet. Genau, da geht's doch. Autsch! Da geht's doch abwärts, wollte ich gerade sagen. Ja. So, schauen wir uns mal weiter um. Ups. Da kommen wir raus. Na. Immer noch am Schauen und Stöbern und Überlegen, wie und wo es eigentlich zum NPC-Dorf geht. Hier müsste ich inzwischen fast wieder so weit rum sein, dass ich an der Seite bin, wo es nach Hause geht. Spielen wir erstmal. Nicht Schiffe versenken, sondern Skelett versenken. Pass auf, und den letzten kriegst du Ding, genau, zwischen die Augen. So, mal hier ein bisschen rumtauchen. Ihr wisst, ein Taucher, der nichts taucht, taucht nichts. So, hab ein Essen. Dann will ich doch mal zusehen, dass ich erstmal wieder den Weg wenigstens grob Richtung Heimat finde. Sag mal, habe ich dich nicht gerade umgebracht? Hey, Alter, der harponiert sogar unter Wasser. Ja, und seine Punkte hat er natürlich da hinten fallen lassen. Die hole ich mir jetzt nicht. Das ist halt der Nachteil an diesem Schwert mit Knockback. Ja. Der Krempel bleibt. Gut, vor einem liegen, okay, aber die Punkte fliegen halt irgendwo hin, weil der Gegner erst irgendwo anders stirbt. So, ich glaube, das, da ist Licht, da ist dann unsere Ecke. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Genau, da haben wir den Turm. Und zack, 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 ich sag mal, hier sieht es nicht uninteressant aus. Schauen wir noch mal. Gucken wir einfach mal hier ein bisschen nach. So. So ein bisschen. Können wir doch hier mal. Na, doch, da haben wir Erde. Zack. So. Ach.
Ach, Kuhmädchen. Also, okay, dann holen wir uns hier einfach noch mal ein bisschen Ressourcen. Dann schauen wir einfach mal weiter. Ich muss mir, glaube ich, einfach noch mal eine Übersichtskarte machen, damit ich mich hier wieder in der Welt zurechtfinde. Zumindest also dann das NPC-Dorf wiederfinde. Ja, denn da habe ich ja, glaube ich, noch eine Hütte im Bau. Also nicht im Knast, sondern in der Entstehung begriffen. So, zack. Muss hier noch ein bisschen heller. Also Kuh, weißt du, du hast hier unten nichts zu suchen, sondern höchstens was abzuliefern. So, aber okay, hier ist das Loch. Dann also auch zu Ende und ich sehe mal zu, dass ich hier wieder da oben geht's ja nach oben. Und so langsam wird's auch hell. Okay. Jawohl, da haben wir es, da haben wir es, da haben wir es. Das müsste doch aber eigentlich genau in die Richtung sein. Das NPC-Dorf. Deswegen mache ich mich einfach nochmal in die Richtung auf den Weg. Mensch, was ist denn hier passiert? Das sieht eigentlich irgendwie ein bisschen anders aus, als ich es in Erinnerung habe. Hier alles. Also ich bin hier gerade wirklich am Knobeln. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob jemand zwischendurch meine Fackeln, meine Markierung einfach mitgenommen hat oder nicht. Mal schauen. Also, der Tag ist ja noch jung. Ja, komm schon, Kiste. Lauf hier gleichmäßig durch. Das dauert leider noch, bis das Kopieren durch ist. Ich gönne mir einfach mal ein kurzes Päuschen, kümmere mich um meine Nase und um meine Stimme. Ihr kennt das ja schon von mir. So, da bin ich wieder. Und dann versuchen wir mal hier wieder den Weg zum NPC-Dorf zu finden. Ich glaube, das muss doch in die Richtung sein. Oh lalala, das ruckelt und hackt hier aber momentan. Ich entschuldige mich einfach mal dafür. Es ist natürlich verlockend. Und da ich mir eigentlich sowieso die Werkbank hier hinstellen wollte, ich sagte, die Werkbank hier hinstellen wollte, Gottes Willen, ey, was habe ich denn jetzt hier alles für Krempel dabei? Die Werkbank hinstellen wollte, kann ich mir gleich eine Eisenschaufel als Reserve machen. Zack. So, und dann können wir mal ein bisschen hier buddeln. So. Und dann zack, 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 zack. Gehen wir hier weiter.
wieder so nach runter kommen. Denn das sieht ja mal auch interessant aus, einfach hier. Muss man aber verflucht aufpassen, dass man da. Ah, ups. So. Und dann können wir gleich hier uns weiter an den Abstieg machen. So. Okay, dafür bräuchte ich dann Gravel. Habe ich da welchen dabei? Da können wir hier einfach mal den einen Steinziegel verbauen. So. Und komm, dann hauen wir hier einfach mal den Sandstein hin. Hier jetzt nicht den Sand weghauen. Das gibt eine üble Überraschung. Ja. So, dann stellen wir einfach mal fest, okay, hier unten ist nichts. Außer Spesen nichts gewesen. So, dann können wir uns hier auch gleich mal wieder nach oben arbeiten. Aber ich hau hier einfach mal spaßeshalber. Ups. Stimmt, den Fehler habe ich schon mal irgendwo gemacht. Ja, mit dem Wasser hier muss man halt einfach ein bisschen vorsichtig sein. So, die. Werkbank nutze ich einfach nochmal, um mir noch ein Boot zu bauen. Dass wir da nochmal ein bisschen unterwegs sein können. So, und dann nehmen wir die auch mit. Zack, zack, zack. So, und dann. Ja. Stoßen wir einfach nochmal in die Richtung vor. Mal sehen, ob wir. Das heißt, wir. Ich. Zack, erstmal ins Boot reinkommen und ob wir dann vielleicht doch nochmal das NPC-Dorf finden. Denn das müsste eigentlich so in die Richtung hier dann irgendwo am Horizont auftauchen. Ja, Stichwort Gronkh auf MyVideo, Gronkh TV auf MyVideo. Schreibt mir mal auch mit in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde, der gute Gronkh hat da ein richtigen gutes Gespür für Geschäfte bewiesen. Ah, da haben wir es ja. Ha, sehr schön. Man muss einfach nur warten, bis sich hier alles aufgebaut hat. Also ich finde, Gronkh hat da wieder mal ein richtig gutes Gespür für Geschäfte, einen ausgeprägten Geschäftssinn bewiesen. Denn das wird sicherlich eine interessante Kooperation. Und ging ja auch schon richtig gut los. Hat mich ein bisschen erstmal erinnert so an die Ursprünge, wie es vielleicht zu Anfang bei Giga gelaufen ist. Ja. So, schwupp. Hier haben wir es erstmal. Genau, da habe ich ja mein mein freistehendes Feld. Hallo? So, dann können wir mal. Ah! Ein Schaf schmeißt mich ins Wasser. Und genau deswegen habe ich mir hier doch mal die Treppe gemacht. Ich habe doch auch hier. Das sollte noch weiter runter wachsen. Da müsste man sich natürlich hier noch eine Weile aufhalten. So. Na, junge Frau? Lust auf ein Bad? Platsch! Kann sie schwimmen? Ja, sieht so aus. Ach komm, wollen wir der jungen Frau doch einfach mal helfen? Na? Dass sie da. Ja, ist ja gut. Na, ich bin ja schon da. So. So, dass sie hier auch wieder rauskommt. Na? So. Und, jawohl, hier haben wir meine Hütte. Ach ja, hier ist ja noch so einiges zu tun. So, mit Stahltür natürlich und kann ich die.
Ach, muss ich die Tür erstmal von außen zumachen oder was? Was habe ich mir denn dabei gedacht? Zack, 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 haben wir hier eine. Ah ja, hier habe ich eine Werkbank. Genau, und hier habe ich auch eine Truhe. Da kann ich erstmal ein bisschen von dem Krempel hier reinpacken, damit ich nämlich Platz habe, mir hier einen Knopf zu bauen. So. Damit erstmal den Hebel hier ersetzen kann. So. Hallo? Hier sieht das ja so aus, als ob mir ein Creeper explodiert ist. Nicht einer, sondern mehrere. Ach ja, Kinders, was machen wir da? Machen wir das Loch erstmal zu. Erde habe ich natürlich nicht genug dafür dabei. Da müssen wir dann auch mal gucken. Ja, ist ja. Ja, ich freue mich ja auch, dass ich wieder da bin. Ach, Jungs. Und ich weiß, es gibt hier so viel zu tun. So, aber erstmal. So, holen wir uns hier. Was haben wir? Sand. Da haben wir noch mehr Sand. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Zack, zack. Das Glas packen wir mal weg. Das Eisenerz. Zack, gleich in den Ofen rein. Ja, hier abends noch einfach so ein bisschen aufräumen. Mal zum Fackel, Weizen, Knochen. So, die Kohle packen wir auch gleich mal beiseite. Sandstein, jawohl, und dann füllen wir das Loch hier erstmal mit Sand auf. Man könnte hier natürlich auch gleich eine Hütte mit Keller reinbauen oder sowas, aber erstmal will ich hier meine Hütte fertig bauen. Ja, wie gesagt, zurück zu MyVideo und Gronkh TV. Also Gronkh hat wirklich auch einen Sinn für Geschäfte. Der packt das da richtig an, das muss man ihm schon lassen. Ja, einmal mit Playmassive, natürlich seiner Webseite und so eine Sachen. Auch dass er relativ spät erst YouTube-Partner geworden ist, denke ich mal. Einfach, dass er da seine Unabhängigkeit behalten will. So, zack, dann hüpfen wir hier erstmal ins Bett. Ja, und die Sache jetzt mit MyVideo Pro7, denke ich mir, wird wirklich interessant, diese Kooperation. Was wollen wir denn hier noch weitermachen? Ich brauche natürlich auf meiner Hütte ein Dach. Und hatte ich mir dafür nicht eigentlich Ziegel mitgenommen? Ja, ich glaube, ich werde hier erstmal zur Schaufel greifen und Sand abbauen. Und die Wege hier noch ein bisschen ausbauen. Dafür werde ich Slabs brauchen. So. Das sollte erstmal reichen. Sand, zack, können wir da schon nehmen. Dass das Dorf hier ein bisschen Gestalt bekommt, ne? Ihr kennt die Aktion, ja, unser Dorf soll schöner werden. Zack, Gravel muss ich mir dann auch noch natürlich organisieren. Aber hier kann ich erstmal. Ja, mache ich um mein Haus so einen Graben rum, aber. Lass mal hier. Zack. Ja. Das erstmal so. Das auch gleich so machen.
finde ich. Und dann kann man nämlich auch gleich zack, zack. Und jawohl. Für die andere Ecke lässt man sich da was einfallen. Dann kann ich hier noch ein bisschen Sand wegschaufeln. Und noch ein bisschen mehr Sand wegschaufeln. Ah ja, das findet sich dann sicherlich hier noch vieles. Zack, 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 zack. Dann können wir nämlich... So. 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 Genau, hier kommt noch der Sand weg. Der wird dann hinten ins Loch geschaufelt. In der ersten Folge oder im ersten Livestream haben sie natürlich in Minecraft nicht allzu viel gerissen. War auch nicht zu erwarten, weil sie einfach zu viel anderes da gemacht haben. Aber ich fand es sehr unterhaltsam. Wie gesagt, hat mich so an die frühen Zeiten von Giga erinnert. Beziehungsweise hätte Giga in den frühen Zeiten so aussehen können. Interessant. Auf jeden Fall muss man einfach mal gucken, was draus wird, wie sich das weiterentwickelt. Holz werde ich dann noch brauchen, um das Feld wieder dicht zu machen. So, und dann setzen wir hier einfach mal noch Fackeln hin, dass das also wieder ein bisschen anständig aussieht hier. Zack. So. Das ist wirklich unangenehm mit dem Lecken. Entschuldigt das bitte einfach. Ich würde mich hier, da hinten haben wir noch einen Dschungel, ich würde mich hier einfach dann nochmal auf die Suche nach Lehm machen. Und ich würde aber erstmal noch hier weiter ausbauen, weil ich möchte schon für meine Hütte ein Ziegeldach haben. Ja, da möchte ich nicht von ab. Aber die Wege hier, die möchte ich zum Beispiel auch einfach nicht nur mit Gravel, sondern auch mit Pflasterstein einfach so ausbauen, hier mit den Slabs. Dass das Ganze halt auch ein bisschen zivilisiert aussieht. Großstadt möchte ich hier jetzt nicht draus bauen, aber das Dorf wird sich, denke ich mal, schon entwickeln. Und es ist halt auch ein längeres Projekt, was man dann hier in der Let's Change Welt machen kann. Ja. Da machen wir hier einfach nochmal weiter. Ist natürlich weit ab vom Schuss, weit ab von den anderen. Das ist ein bisschen nicht so ganz im Sinne des Let's Change, da es ja doch eher angedacht war, zusammen in dieser Welt was zu machen. Ach, ich könnte mir eigentlich eine Schere machen und dann mal so nebenbei hier auch euch abernten. Wenn ihr schon so dasteht. Lehm findet man natürlich, ich sag's doch, recht häufig hier an diesen Flussläufen. So, zack, zack, zack. Nehmen wir das mal mit. Ist hier noch mehr zu sehen? Erstmal nicht, aber das nächste Schaf ist schon in Reichweite. Also wie gesagt, das ist Bonk auf My Video. Das ist wirklich eine Sache, wo beide gewinnen. Na, einmal hat Gronkh natürlich dadurch, dass ihm da ProSieben mein Video doch richtig Technik zur Verfügung stellt, Möglichkeiten, sowas zu machen, wenn man das aus eigener Faust stemmen müsste, mit Studio, mit Technik und mit dem Personal, was da halt eben auch dabei ist, ne? Kameramann, Regie und dann noch der Creepermann da im Hintergrund. ist das natürlich schwerer zu stemmen
und ans Laufen zu bringen, als wenn einem da so die Technik zur Verfügung gestellt ist. Vorteil für ProSieben MyVideo ist natürlich einfach 60.000 Zuschauer mal so in einem Livestream auf einen Schlag. Das ist schon eine Ansage, ne? Kriegt man auch nicht so einfach hin. Also das ist wirklich eine Sache, bei der da beide Seiten gewinnen. Und mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht sogar, da ist noch Leben, in ganz ferner Zukunft, also muss man mal gucken, ob das vielleicht sogar dahin führt, dass wir Gronkh tatsächlich mal auf ProSieben im Fernsehen haben. Mit einer Show. Das wäre was. Na, was sich unter Umständen daraus entwickeln könnte. Ups, ich sollte mal an die Luft, an die Frische. Ja. Also ihr wisst, die Sprüche von eurer Mutter, die haben ihren Sinn, ne? Wenn sie euch sagt, geh mal wieder an die frische Luft, Junge. Aber das ist halt wirklich eine Sache, die vielleicht, ja, möglich ist. Muss man mal gucken. Ich glaube es allerdings nicht. Das wird, wenn überhaupt, dann noch ein Weilchen auf sich warten lassen. Und es geht ja doch auch gewissermaßen ein Trend dahin, dass man mehr im Internet Fernsehen schaut. Ja, von daher könnte das also durchaus so eine Sache werden. Ups. Ich will jetzt hier erstmal nicht weiter. Ich gucke jetzt mal hier weiter nach Wolle und nach Lehm und nach Gravel. Schön. Dschungel haben wir hier dann auch mal einen schönen großen. Danke, danke. Baumaterial, da können wir hier an dieser Stelle einfach schon mal ein bisschen vorbeugen. No, nicht, dass da irgendwann mal das Wasser reinläuft. Und hier haben wir nochmal einen schönen großen Ozean, so wie das aussieht. Ich werde mal hier ein bisschen noch an der Küste langlaufen. Oh, was haben wir hier denn? Auch noch eine interessante Gegend. Richtig mit Eisenerz und Kohle an der Oberfläche. Ist auch mal was Hübsches. So, da geht auch schon so langsam die Sonne unter. Und ich sollte mich dann wieder auf den Heimweg machen. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, nehmen wir hier noch so ein bisschen Wolle mit. Kann man auch immer gebrauchen. Kommt hier, Kiddies. So. Ach, gibt's hier viele braune Schafe, ey. Die sind ja sonst relativ selten. So. Nehmen wir einfach mal hier, zack, alles mit. So. Müssen wir uns aber doch langsam beeilen, weil es so langsam richtig duster wird. Ich kann hier dann zum Beispiel nicht mehr erkennen, ob hier Lehm ist oder anderes. Das müssen wir dann morgen machen, am nächsten Tag, wenn es wieder hell geworden ist. Upsala, diesen Flusslauf dann hier erkunden. Ich sehe erstmal zu, dass ich wieder Richtung Heimat komme. Schade. Wollte ich das Schaf so im Vorbeigehen noch scheren, aber ging nicht so. Und da sind auch schon die ersten Monster. Unterwegs. Oh, zack. Jawohl, gegen den Kaktus geschmissen. Das ist fast so gut wie das Skelett mit Fallschaden zu killen. Hüpf, hüpf, hüpf. So. Hab'n gegessen. Ich weiß, in Sichtweite meiner Hütte macht man sowas eigentlich nicht. Ach, und hier hat sich ja wieder reichlich Publikum versammelt. Ja,
Alter Schwede. Wir haben hier langsam ein bisschen zu bunt. So, zack, zack, knickknack. Aha. So, du schlägst hier keine Türen mehr ein. Mein Freund. Schubst da ein Zombie den anderen ins Wasser? Ach nee, das ist ein Dorfbewohner. Komm, den. Oh, den rächen wir. Und auch das Skelett werden wir da einfach unter Wasser erschießen. Zack. So, es geht schließlich nicht an, dass hier meine Dorfbewohner von Zombies belästigt werden. Nicht auf dem Feld hüpfen, Alter. Ja, sowas mag ich gar nicht. So. Ist jetzt hier erstmal wieder Ruhe, dann können wir einfach mal pennen. Und ich mache einfach nochmal ein kurzes Päuschen. So, ich stelle gerade fest, dass ich hier schon wieder eine knappe Stunde aufgenommen habe. Das heißt, ich werde hier einfach mal erstmal den Lehm reinschmeißen. Und so den restlichen Krempel hier in die Kiste packen. Eisenerz, also kann alles. Das packen wir noch mit rein. Dynamit werde ich hier eventuell mal brauchen oder gebrauchen. So, dass wir hier einfach mal ein bisschen aufräumen. Die Schere wird hier sicherlich auch noch öfter zum Einsatz kommen. Das Holz packen wir wieder hier rein. Hatte ich etwa zwei Scheren dabei? Oh mein, Mann. So, den hatte ich mir hier als Baumaterial mitgenommen. Und, so, nehmen wir wieder was mit zurück. Selbst das Zombiefleisch lassen wir einfach mal hier. Dann werde ich mich jetzt nämlich auf die Erde. Zack, und Pflasterstein. Lassen wir einfach mal hier. Den Sand ebenfalls. Kehren wir also einfach mal mit fast leeren Händen nach Hause zurück, damit der Nächste es dann doch einfacher hat. So. Hui, nein. Und dann zum Boot geschwommen. Ja, wie gesagt, schreibt ruhig in die Kommentare, was ihr von dieser Geschichte haltet, wie ihr das seht. Mit GronkTV bei myvideo.de. Da denke ich, steckt noch eine ganze Menge mehr dahinter, als man so auf Anhieb erstmal sieht. Ja. Wie seht ihr die Möglichkeiten? Wie seht ihr myvideo.de zum Beispiel auch? Denn das ist eine Plattform, die ich ehrlich gesagt bisher gar nicht zur Kenntnis genommen habe. Oder ja, ich weiß zwar, dass es sie gibt und dass man da Videos gucken und hochladen kann. Ist hier Eis? Ah ja, hier ist überall Eis. Schauen wir mal, wie wir hier hochkommen. Jawohl. Okay. Achso, da muss ich tatsächlich hier um die Ecke rumfahren. Dass ich mit dem Boot wieder hinkomme. Dann setze ich mir hier einfach mal. Zack. Da eine Markierungsfackel. So, in die Richtung geht's da. Oh, was sehe ich denn da? Das sieht ja nach einer riesigen, nach einem riesigen Unterwasserfenster aus. Oder ist das einfach nur... Ach, das war das, die Ecke, die wir vorhin erkundet haben. Okay. Das ist jetzt ein anderes Biom, deswegen wechselt das Wasser die Farbe. Gosh, nicht, dass ich mich jetzt hier wieder verfranse. Aber eigentlich... müsste ich doch. Gottes Willen, das war doch irgendwie mal recht einfach zu erreichen. Oder ist das hier schon die... Doch, das ist doch die Bucht, die kommt mir doch bekannt vor.
auch hier einfach mal zack mit dem Boot durchgedengelt. Jawohl. Haben wir es geschafft. Jetzt hier noch aus dem Strom raus. Dann kann ich das Bötchen bequem da hinten in der Bucht parken. So. Und setze dann auch einfach mal hier meine letzte Fackel zur Markierung, bevor ich mich auf den Weg nach Hause mache. So. Sonne geht unter, so langsam. Es wird dann auch Zeit. So, wenn wir erstmal hier durch das Schneebiom rennen, da hinten ist dann auch schon unser Zuhause. Ja, schreibt es in die Kommentare, wie seht ihr die Geschichte mit Gronkh bei MyVideo? Wie seht ihr MyVideo? Bei mir, wie gesagt, ich kenne die Plattform zwar, allerdings ist es natürlich bei weitem nicht so populär wie YouTube. War hier nicht mal ein Weg. Ja. Ja, wird die dadurch für euch interessant? Schaut ihr euch dann vielleicht auch in Zukunft mal bei MyVideo um nach interessanten Sachen, beziehungsweise seid ihr dort schon aktiv oder ähnliches? Ja. Erzählt einfach ein bisschen, dass wir hier auch mal wieder ein bisschen Leben in die Kommentare bekommen. Und ich will hier einfach noch ein bisschen einfach mal die Gelegenheit nutzen und farmen, ne, damit es also auch sieht, so aussieht, als ob ich was getan hätte. Ja. Nicht, dass ich hier einfach eine Stunde durch die Gegend gelatscht bin und dumm gelabert habe. Nein! Ja, so. Und dann, zack, begeben wir uns mal hier hinein. Wunderbar. Und das ist doch dann die ideale Stelle, um es an den nächsten Spieler zu übergeben. Was bleibt mir noch zu sagen? Bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.